Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge 520. Ja, ich dachte mir, bei der Folge 520 machen wir mal etwas Besonderes. Ihr hört jetzt mal so eine richtig schlechte Aufnahme. Das heißt, ja, na gut, die Aufnahme ist nicht direkt schlecht, sondern das hier, was ihr jetzt hört, sind oder ist das Mikrofon, ist ja immer nur eins, was verwendet wird, von den AirPods. Und zwar den allerersten AirPods. Und das klingt so ein bisschen, als würde ich jetzt die ganze Zeit hier über Skype, wobei Skype klingt ja inzwischen schon ein bisschen besser, aber naja, aber ich dachte mir einfach, ich zeige euch die Mikrofone oder das Mikrofon mal von den AirPods, damit ihr einfach mal hört, ja, das ist jetzt eine Aufnahmequalität. Naja, gut, kann man jetzt mal sehen oder sagen, was man will. Ich mach mal auf. Gut, ich mach mal jetzt auf. Ihr wisst schon, auf Tastensperren. Ja, man kann jetzt also sagen, was man will. Ihr könnt jetzt sagen, oh, das ist furchtbar oder so. Aber ich dachte mir einfach mal, naja, was ist der Vorteil an so einer Aufnahme? Wenn man jetzt mal was Gutes daraus ziehen möchte. Ja, der Vorteil ist, es ist Bluetooth, ne? Das heißt, es ist kabellos, ja, man hat keine Funkstrecke oder irgend sowas. Ja, es klingt natürlich nicht so schön, aber ich sag mal jetzt, wenn man einen kurzen Podcast machen möchte oder so, dann ist das schon okay, sage ich mal. Ja, also es ist jetzt natürlich kein super Sound, aber ja, einfach mal, damit ihr hört, wie man noch aufnehmen kann. Also das ist auch eine Möglichkeit. Gut, wenn ihr jetzt natürlich AirPods Pro habt oder AirPods Pro 2 oder so, dann ist das natürlich ein bisschen besser. Besonders gut klingen die Mikrofone zwar auch noch nicht, aber gut, die AirPods Max, die sind halt noch besser. Ich glaube, da gehen die Mikrofone einigermaßen. Aber ja, gut, Bluetooth-Mikrofone sind jetzt auch noch nicht so ausgereift, glaube ich, aber egal. Oh, Entschuldigung, Dicker. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht erschrecken. Jo, mein Kater ist das hier. Guck mal, mein Kater. Da ist die. Wie ist denn? Ja, was ist denn los? Ja, sag mal Hallo zu den Leuten. Dicker. Hm? Ja, da ist mein Kater. Gut, ich werde natürlich das Handy jetzt mitnehmen müssen, denn ja, wir haben ja das Ganze gekoppelt. Und insofern kann man das natürlich so machen. Okay, machen wir doch einfach mal einen Podcast mit den AirPods. Ja, Bluetooth sozusagen. Ich tue mal mein Ladecase, tue ich meine Schublade, so weg ist es. Ja, einen Kaffee kann ich mir jetzt natürlich nicht machen. Das wäre jetzt ein bisschen krass. Ja. Gut, aber es macht ja auch nichts. Gut. Ja, los geht's. Jetzt also die AirPods. Mal im vollen Umfang. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen Atmosphäre zeigen mit diesen AirPods. Und ja. Also gut, das machen wir mal das hier auf. Gut, das Telefon stelle ich jetzt mal in die Ladestation. Wie gesagt, so richtig gut ist der Sound natürlich jetzt nicht, aber es ist immer noch besser als die 8-Bit-Aufnahme. Ne? So, außerdem muss ich mal gucken, dass die AirPods auch richtig drin sitzen im Ohr. Also, und wenn man jetzt natürlich modernere AirPods hat, ja, dann
sind die Aufnahmen auch besser. Ja, im Übrigen, Franzi, du hast ja auch AirPods. Und ja, du könntest, also, ja, so kannst du natürlich auch Aufnahmen machen. Ne? Du musst halt die Sprachmemo-App benutzen und dann kannst du über die Mikrofone oder über das Mikrofon der AirPods auch Aufnahmen machen. Also das ist auch eine Möglichkeit. Also wer AirPods hat, der kann das schon nutzen. Ein bisschen Atmosphäre hier. Ja, ist halt mal ein anderer Sound. So, jetzt trinke ich einfach mal ein Wasser. Das ist jetzt der Flur, den ihr hört. Hinter mir ist der Kater. Wir laufen gerade hinterher. Ja, so klingen die AirPods. Ja, wichtig ist natürlich, dass man das Handy mitnimmt. Das habe ich jetzt noch in der Küche. Ja, das tut sich nicht so gut. Denn, ja, das Problem ist dann natürlich, dass man irgendwann die Verbindung nicht mehr hat und dann, ja, kann man auch nicht mehr aufnehmen. Ja. Aber jetzt ist natürlich der große Vorteil, dass man jetzt natürlich die Sprachausgabe nicht mehr hört. Ne? Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, aber na, werde ich ja hören. Auf jeden Fall ist das mal ein anderer Sound. So, jetzt gehen wir wieder ins Schlafzimmer. Ja. Genau, 7 Minuten. Das reicht ja auch, um euch mal das Mikrofon der AirPods zu zeigen. Ja, das sind also die Mikrofone oder das Mikrofon der allerersten AirPods. Ja, ich sag dir, das klingt so ein bisschen wie Rauschunterdrückung oder sowas, würde ich sagen. Ja, also so, als wenn man mit ganz viel Rauschunterdrückung arbeiten dürfte. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, für was ihr das benutzen würdet. Also man, dass man das jetzt abwerten muss, also kann, ist klar, aber ja, gibt es für euch Situationen, wo ihr sagen würdet, dafür wäre es praktisch? Ja. Da ist der Kater schon wieder. Ne? Der Kater ist hier. Das ist ein echter Kater. Spielt gerade mit mir. Ja. Das war ein Rülpser. Nee, den kann keiner verwehren. So, ich befinde mich jetzt wieder im Bett. Und werde jetzt die Folge hochladen. Genau. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. In der Folge 521. Ciao, ciao.